Tag 13. Marcel Commander Gildner mein Name. Gestern hatten wir einen massiven Rückentag und deswegen gönne ich mir heute auf jeden Fall nochmal die Pause, morgen auch nochmal. Wir haben Vierersplit und deswegen ist es umso wichtiger, heute einfach nochmal individuell auf das Thema Regeneration einzugehen. Was ist Regeneration? Und zwar Regeneration, das bedeutet natürlich laut der ganzen Definition, dass ihr kein Training dort macht. Das heißt, wenn ihr kein Training macht, heißt es wirklich Pause. Auch kein Cardio-Training, kein zusätzliches Training, irgendwas. Das heißt, ihr ruht wirklich mal, dass die körperaufbauenden Prozesse, also dementsprechend die anaeroben Prozesse, wieder optimal ablaufen können. In diesem Trainingsplan empfehle ich auf jeden Fall, dass ihr 2 bis 3 Mal pro Woche Pause einlegt. Wie kann ich das Ganze dann soweit optimieren? Wir haben immer die 3 Faktoren Training, Regeneration und dementsprechend Ernährung. Das heißt, ihr solltet darauf natürlich achten, dass ihr zur optimalen Regeneration wieder die besagten Nährstoffe nach dem Training zuführt. Das heißt hier Post-Workout-Shay, ein gutes Whey-Protein, Maltodextrin, weil ihr natürlich möglichst viele Kohlenhydrate beim Training verbrannt habt, muss die natürlich wieder ganz schnell zugeführt werden. Also Post-Workout-Shake ist die erste Regenerationsmaßnahme. Zweite Maßnahme wäre, wenn ihr die Möglichkeit dementsprechend dazu habt, geht auf jeden Fall mal in die Sauna oder legt ganz, ganz leichte Einheiten, moderates Tempo zum Beispiel, indem ihr mal schwimmen geht. Das kann alles zu optimierenden Prozessen mit zuführen. Und zwar die dritte Maßnahme ist natürlich auch ein gewisser Faktor, um natürlich nochmal für den nächsten Tag, wo ihr wieder ein massives Training ansetzen könnt, ganz, ganz gut, wenn ich einen sogenannten Refeed-Day-Tag mache. Das heißt, ich erhöhe einfach meine besagte Kohlenhydratbilanz, indem ich einfach die gesamte Energiebilanz etwas anhebe. Wenn ihr diese 3 Maßnahmen dann soweit einhaltet, habt ihr optimale Regenerationsprozesse, gönnt euch auf jeden Fall Ruhe, gönnt euch auf jeden Fall Schlaf, denn das Programm wird noch hart genug. Also wirklich in den besagten Trainingspausen ruhen, leichtes Cardio-Training überhaupt, wenn überhaupt machen, und ansonsten, ich melde mich ab zum Tag 14.